Ja, guten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim Webinar der Haufe Akademie zum Thema Compliance Trainings für international aufgestellte Organisationen. Zunächst mal ganz kurz einige Informationen zu meiner Person, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Karl Würz. Ich bin noch 56 Jahre alt. Es ändert sich bald. In meinem früheren Leben, sage ich immer, bis zum Jahr 2001 als Polizeidirektor des Landes Baden-Württemberg aktiv gewesen, dort Erfinder, wenn Sie so wollen, Projektleiter der E-Learning-Plattform der Polizei, genannt Polizei Online. Dann kam ein atypischer Wechsel vom öffentlichen Bereich in die Privatwirtschaft, bin dann 2001 zu Digital Spirit Berlin gewechselt. Wenn Sie sich mit Compliance E-Learning schon beschäftigt haben, dann kennen Sie das Unternehmen. Die heutigen Compliance E-Learning-Programme von Digital Spirit waren im Wesentlichen meine konzeptionelle Verantwortung. Ich war dort verantwortlich für Produktentwicklung und Vertrieb und im Wesentlichen auch für die Entwicklung der Compliance E-Learning-Programme und seit 2011 nun einer der beiden Geschäftsführer des Compliance-Beratungshauses Comcore Compliance Solutions mit Hauptsitz in Frankfurt. Was machen wir? Klar, Compliance-Beratung natürlich, aber auch Compliance-Trainingsprodukte in Partnerschaft mit der Haufe-Gruppe und deshalb auch heute der Referent zu diesem Thema. Hier die Agenda der nächsten 45 Minuten. Betrachten wir kurz die Ausgangslage für Compliance allgemein und welche Anforderungen sich daraus ergeben. Dann natürlich, um das geht es ja auch heute, welche Anforderungen ergeben sich dann insbesondere für international ausgerichtete Unternehmen, auch im Zusammenhang mit den jeweiligen Unternehmensrichtlinien. Um dann uns der Frage zu stellen, welche Konzeption an Trainings wären aus diesen Anforderungen zu entwickeln und am Ende einige Beispiele für Compliance-Trainings, wie sie gemacht werden können. Zum Beginn allerdings haben wir zwei kleine Umfragen vorbereitet, um einfach für uns zu wissen oder für Sie natürlich auch, wer ist denn alles am Webinar dabei, wer hört uns heute zu. Zunächst mal die erste Frage nach Ihrer Unternehmensgröße. Zu welchem Unternehmen, welche Unternehmensgröße haben Sie? Wie Sie sehen, haben wir den Schwerpunkt bei Unternehmen bis 1.000, aber auch ein ganz großes dabei. Vielen Dank für Ihre Angaben. Wir haben noch eine zweite Frage vorbereitet, um herauszufinden, aus welchem Aufgabefeld Sie kommen. Auch hier die Bitte, einfach ganz kurz entsprechende Angaben zu machen. Ja, wie Sie sehen, verteilt es sich gleichmäßig. Zwei Teilnehmer aus dem Bereich Compliance, zwei Trainingsverantwortliche und zwei sonstige Teilnehmer. Vielen Dank für Ihre Angaben. Ich möchte jetzt gerne in das Thema einsteigen und zunächst mal auf ein, zwei Folien uns nochmal der Frage stellen, was ist eigentlich die Ausgangslage für die entsprechenden Compliance-Trainings? Zunächst ist es ja so, Rechtskonformität und Redlichkeit im Unternehmen ist eigentlich nichts Neues. Ein integer geführtes Unternehmen hat sich damit eigentlich schon immer beschäftigt. Neu ist allerdings, dass unter dem Schlagwort Compliance zunehmend auch Präventivmaßnahmen erwartet werden, um eben das Risiko von Verstößen gegen Strafnormen, aber auch Reputationsrisiken einzuschränken. Und auch Geschäftspartner, insbesondere Großkunden, zunehmend eben solche Maßnahmen einfordern. Wir haben generell den Trend, dass die internationalen Normen stetig zunehmen. Schlagwort UK Bribery Act oder FCPA. Ganz neu hat heute die Bundesregierung einen Gesetzentwurf erlassen. Das geht jetzt in Richtung der Finanzunternehmen zur Datenerfassung und Übermittlung von Finanzdaten ausländischer Geldanleger. Also auch hier, tut sich stetig etwas. Also die Gesetzgeber schlafen hier nicht. Generell kann man mit diesem Bild, glaube ich mal, die Grundtrends eigentlich deutlich machen. Wir haben insbesondere gerade im Verhältnis der Großkunden zu ihren Lieferanten und Dienstleistern eben zunehmend die Anforderungen, dass die Großkunden, die großen Auftraggeber, die Automobilhersteller von ihren Lieferanten, Dienstleistern zunehmend einen Nachweis von Compliance einfordern oder auch Compliance-Zertifizierungen
Auditierungen durchführen über die verschärften regulatorischen Anforderungen, sprach ich gerade. Und was die Medienöffentlichkeitswirkung angeht, haben wir eigentlich den Trend. Mein Kollege sagte immer, vor 10 Jahren war die gefragteste Pressemeldung der Regenbogenpresse der neueste Skandal der jeweiligen Königshäuser. Heute ist es so, dass mit die gefragtesten Pressemeldungen der neueste Compliance-Skandal eines großen deutschen Unternehmens ist. Also wir haben die zunehmende Öffentlichkeitswirksamkeit dieser gesamten Vorgänge. Das geht einher mit einer stetig sich auch verschärfenden Rechtsprechung, Stichwort Neubürgerurteil, aber auch, ich weiß nicht, inwieweit Sie den Vorgang kennen, ein führendes deutsches Rüstungsunternehmen hat vor einigen Monaten einen Bußgeldbescheid nach 130 OWG wegen eines über 10 Jahre zurückliegenden korruptiven Vorganges in Höhe von 37 Millionen Euro erhalten und diesen Bußgeldbescheid auch akzeptiert und bezahlt. Und ganz neu, ISO 19600. Wir haben einen Trend der Zertifizierung, der etwas einhergeht mit diesen Anforderungen der Großkunden. Vor 30 Minuten hat hier noch ein Kunde angerufen und hat auch wieder nach 19600 gefragt. Wir haben im Dezember 2014 trat in Kraft eine neue ISO-Norm, die ISO 19600 Compliance Management Systeme, die aktuell bislang nur in englischer Sprache vorliegt, aber noch nicht zertifizierbar ist, weil sie nur eine Empfehlung darstellt. Da gibt es momentan aktuelle Diskussionen, kann man das überhaupt zertifizieren und wenn ja, wer macht das? Aber auch in diesem Bereich, wenn Sie dann ein System haben und entsprechende Zertifizierung anstreben, geht es dann natürlich als Teilmenge auch darum, die entsprechenden Trainings durchzuführen und nachweisen zu können. Ganz am Ende dieser Punkt, Sie haben das sicherlich mitverfolgt, wir haben in Deutschland einen Gesetzgebungsvorgang ausgehend vom Lande Nordrhein-Westfalen, wo das Land Nordrhein-Westfalen einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Gang gebracht hat. Hier soll das Strafgesetzbuch ergänzt werden und um Strafnormen ergänzt werden, die auch Unternehmen treffen. Der Gesetzentwurf befindet sich noch nicht in der finalen Gesetzgebungsphase, sondern in der Vorabstimmung. Sei mal dahingestellt, wie er sich entwickelt. In diesem Entwurf ist auch vorgesehen, dass Compliance-Management-Systeme gegebenenfalls strafmindernd zum Ausdruck gebracht werden können. Sagen wir mal, unabhängig davon, wie der Gesetzentwurf vorankommt, sind natürlich diese Diskussionen um einen solchen Prozess auch in der gesamten Würdigung in der Zukunft sicherlich zu berücksichtigen. Was heißt das jetzt für Compliance-Training? Für Compliance-Trainings, wenn also zunehmend Präventivmaßnahmen erforderlich sind, Sie entsprechende unternehmensinterne Anweisungen, Richtlinien beispielsweise zur Korruptionsprävention einführen und auch von den Mitarbeitern erwarten, dass sie bestimmte Dinge beachten, dann geht es natürlich nur, wenn die Mitarbeiter auch entsprechend geschult sind. Nur dann machen ja die Richtlinien auch Sinn. Und das wiederum wird auch von den Kontrollbehörden erwartet, dass solche Schulungen vorgenommen werden. Bei diesen Schulungen handelt es sich allerdings um Themen, die ja nicht einmal zu schulen sind. So nach dem Motto, wie funktioniert dieses Softwaresystem? Okay, ich schule dich, dann weiß der Mitarbeiter das, sondern es sind Themen, die regelmäßig wiederholt werden sollten, beziehungsweise dann auch nachgewiesen werden sollen, dass die Schulung entsprechend besucht und absolviert wurde. Das heißt im Kern, wir haben hier dauerhafte Schulungsthemen, sodass Sie sich bei der Konzeption im Klaren darüber sein müssen, dass die Trainingskonzeption langfristig angelegt werden muss und auch auf Regelmäßigkeit ausgerichtet wird. Dazu kommt noch das kleine, unbedeutende Themachen, dass immer mehr Themen dem Schlagwort Compliance
zugeordnet werden. Was dazu alles zu rechnen ist, komme ich gleich drauf. Definition von Compliance, was ist das? Die obersten drei Spiegelstriche sind unsere Definitionen, die etwas eingeschränkter ist als noch eine umfangreichere. Wir definieren Compliance als diejenigen Felder, für die es spezielle, meist öffentlich-rechtliche Vorschriften und Unternehmensrichtlinien gibt, über deren Einhaltung eine Behörde oder Vergleichbares wacht und bei deren Missachtung Strafen, Bußgeld oder Reputationsschaden droht. Und wenn Sie sich das mal vergegenwärtigen, welche Themen alle darunter fallen, dann sind es diese hier unten mal in 18 Stichworten genannte Themen, also die üblichen Compliance-Klassiker, Code of Conduct, Werte, Geschenke, Korruption, Kartells stehen an der Spitze, aber auch zunehmend Themen wie Exportkontrolle oder aber hier der Bereich produktbezogene Regularien, wie zum Beispiel die REACH-Verordnung oder Umgang mit Konfliktrohstoffen, Thema Arbeitssicherheit, Thema Umweltschutz, Ski oder jetzt im Finanzbereich, das betrifft jetzt eher Aktiengesellschaften oder finanzorientierte, das Thema Insidergeschäfte, emittente Compliance. Ergebnis, das Thema wächst weiter und die Frage ist dann natürlich auch, wie trainiere ich das denn eigentlich sinnvoll? Dazu kommt auch, dass die Bedeutung, ich hatte es vorhin angesprochen, nach den Bestrebungen in Deutschland, dass in Deutschland ein Gesetzesentwurf zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts im Gange ist, in dem auch dann, wenn es in Kraft träte, die Möglichkeit der Strafminderung von Compliance-Management-Systemen und nachgewiesenen Trainings eingebaut wäre. Das haben wir faktisch international bereits, also insbesondere nach US-Regularien sind Strafmilderungen vorgesehen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen in die Schusslinie geraten, aber ein angemessenes Compliance-Management-System mit entsprechenden konzeptionell ausgestalteten Trainings nachweisen können, dann kann das beispielsweise in Kartellverfahren bei US-Behörden konkret zur Strafmilderung eingesetzt werden. Unten zum Beispiel habe ich hier Ihnen mal kurz in 6 Stichworten aufgezeigt, die Richtlinien des britischen Justizministeriums, die sogenannte Guidance zum UK Bribery Act, in der vorgegeben ist, welche 6 Prinzipien Sie als Unternehmen einhalten sollten, um die Anforderungen des UK Bribery Act zu erfüllen. Und Sie sehen auch hier, dass unter Nummer 5 Kommunikation und Training hier eines der wesentlichen Prinzipien des britischen Justizministeriums darstellt. Das allgemein, die Anforderungen an Compliance-Training, die Frage stellt sich jetzt, was bedeutet es aber nochmal für Unternehmen, die auch international ausgerichtet sind. Und wenn man sich zuerst mal vor Augen hält, was sind denn eigentlich die Schwierigkeiten, die Problemstrukturen, die Ihnen als international ausgerichtetes Unternehmen entgegen stehen oder mit denen Sie sich zu beschäftigen haben, dann haben Sie in der Regel, wenn Sie international agieren, durchaus komplexe Organisationsstrukturen, zum Teil auch matrixartige Organisationsstrukturen. Das heißt, die Frage, wer ist denn dafür eigentlich für was zuständig? Und wir haben ganz wesentlich natürlich Sprach- und insbesondere kulturelle Unterschiede, auf die komme ich gleich nochmal in der Folge etwas konkreter zu sprechen. Wir haben natürlich unterschiedliche Rechtslagen in den Ländern und sicherlich kein Geheimnis, auch unterschiedliche Standards, was die ethische Vorstellung zur Abwicklung wirtschaftlicher Tätigkeit angeht. Das ist jetzt schön verbrämt gesagt. Wir haben natürlich Transparency International, den sogenannten CPI-Index. Wir haben natürlich Länder, bei denen Korruption nach wie vor im Geschäftsalltag integriert ist und mit dem sie sich dann auseinanderzusetzen haben. Was zunimmt, ich glaube, Sie können das auch verfolgen, wenn Sie die Presse studieren. Wir haben eigentlich keine Woche mehr, die nicht vergeht, wo nicht Berichte über international ausgerichtete Hackerangriffe insbesondere auf die IT, sei es vor kurzem jetzt wieder auf eine US-Behörde, wo 25 Millionen
Nutzerdaten gehackt wurden. Und wir haben eben das Internet als Hilfsmittel und Medium, in dem sich auch zunehmend international ausgerichtete Wirtschaftskriminelle tummeln. Okay, wenn das die Anforderungen sind, was heißt das jetzt für Compliance-Training im internationalen Bereich? Aus unserer Sicht ist es natürlich Schritt 1, sich entsprechende Regeln oder Policies im Unternehmen zu geben, aber das alleine reicht nicht aus, sondern diese Regeln müssen auch entsprechend kommuniziert werden und im Rahmen der unternehmensweiten Compliance-Kultur auch regional entsprechend umgesetzt und angepasst werden. Wobei im Kern eigentlich die wesentliche Botschaft Compliance nicht als Angstfaktor oder als Bürokratie zu vermitteln, sondern als Partner für die erfolgreiche Geschäftsabwicklung, also auch als Gesprächspartner bei eventuell heraufdämmernden Risikobeispielen, wenn Compliance hier zu sehr mit der Zero-Toleranz-Fahne winkt und als die Unternehmenspolizei betrachtet wird, dann haben sie eher das Problem, dass man eher nicht mit Compliance spricht, sondern die Grundidee ist eben, Compliance dann so zu etablieren im Unternehmen, dass sie eben auch als Partner betrachtet werden. Das geht aber nur nicht durch Anordnung per Richtlinie, sondern durch einen auf Dauer angelegter Kommunikationsprozess, um letztendlich diese Einstellung auch zu vermitteln. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir werden jetzt insofern immer konkreter. Wie sollte also das Training aussehen? Diese interkulturellen Geschichten sind aus unserer Sicht insbesondere bei der Auswahl der Trainingsmethoden sich vor Auge zu halten. Ich habe jetzt hier das in der Klammer als Stellung des Vorgesetzten genannt. Wenn Sie sich vor Auge halten, inwieweit eine russische Kultur, was die Autorität angeht, mit Autoritäten umgeht, dann ist es sicher eine völlig andere Einstellung zu der Autorität, zu dem Thema Autorität, wie jetzt beispielsweise eine südamerikanisch geprägte Kultur. Also das ist hier die Frage der Stellung der Vorgesetzten. Zweiter Gesichtspunkt auch wenn Sie im Unternehmen die Anordnung oder die Verfahrensweise haben, dass die Standardkommunikation des Unternehmens in der Regel in englischer Sprache erfolgt, dann muss man einfach davon ausgehen, dass wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu trainieren und zu lernen, es sinnvoller ist, den wesentlichen Personen die Trainingsinhalte auch in ihrer Heimatsprache zur Verfügung zu stellen, selbst wenn sie einigermaßen Englisch sprechen. Es ist dann doch noch ein wesentlicher Unterschied, ob der Chinese oder der Inder dann das in Mandarin oder Hindi absolvieren kann, das Training, oder ob er das in einer Fremdsprache Englisch entsprechend konsumieren muss. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Beispiele für Comics zeigen, also auch diese Frage Umgang mit Bildern in den Trainings, Stichwort Political Correctness, beziehungsweise die andere Sache, inwieweit werden Comicbilder hier als sinnvoll erachtet. Wir haben ganze Bereiche der Welt, bei denen Comics eine ganz, ganz große Rolle spielen, zum Beispiel gerade die französische Kultur, aber auch in den USA sind Comics durchaus, kommen sehr gut an, während sie wiederum in anderen Kulturkreisen dann eher schlecht oder weniger gut ankommen. Also auch die Frage, kann ich durch Einsatz von Comics hier beispielsweise die Personen etwas besser ansprechen. Und eine Dauerfrage, die sich hinter den nächsten drei Spiegelstrichen verbirgt, was ist mit den lokalen Gesetzgebungen, mit Regularien vor Ort? Wie trainiere ich denn das? Wie soll das eigentlich vermittelt werden? Hier die nächsten zwei Spiegelstriche soll er eigentlich die Antwort aus unserer Sicht darauf geben. Also zunächst mal ist es sicherlich wichtig, wenn die fachlich Verantwortlichen, also sprich die Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung, sich darüber im Klaren ist, wie die Korruptionsbestimmungen der einzelnen Länder sind. Aber
Es geht ja im Compliance-Training generell darum, Führungskräfte und Mitarbeiter eine Grundkultur zu vermitteln und nicht den Schmalspur-Compliance-Officer auszubilden, sondern ihn grundlegend zu vermitteln, was sind die Do's und Don'ts, die zu beachten sind und an welchen Stellen es unter Umständen etwas kritischer wird und an welchen Stellen er sinnvollerweise dann die Fachabteilung einschaltet. Also aus unserer Sicht deshalb im Wesentlichen Schritt in die generelle Unternehmensrichtlinie entsprechende Do's und Don'ts einbauen, ein sogenannter, was ich hier meine, Compliance-Standard bei der Mustermann AG auszuformulieren. Also wie gehen wir mit dem Thema im Unternehmen mit dem Thema Facilitation Payments denn im Unternehmen um? Und bitte keine Excel-Tabelle beifüge, wo dann aufgeschlüsselt wird, ob in Kroatien bis 22 Euro bestochen werden darf oder in Moldawien beispielsweise bis 30 Euro, sondern eher die grundlegenden Dinge sollte man nicht tun, im Zweifelsfall Compliance einschalten, weil wenn Sie das detaillierter darstellen, Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter natürlich durchaus einerseits das nutzen, so nach dem Motto, ja, in Kroatien darf ich als Amtsträger bis 25 Euro was geben, aber in Österreich darf ich das nicht. Die nächste Frage, die sich hinter dem Thema Videoüberwachungen bei Niederlassungen angeht, wir haben international, auch in Osteuropa, in bestimmten Ländern keinerlei Spezialregelungen, im Gegensatz zum deutschen Bundesdatenschutzgesetz. Die Türkei beispielsweise kennt gar kein Datenschutzrecht momentan. Wenn Sie sich also sagen, okay, in der Türkei gibt es kein Datenschutzrecht, also hindert mich nichts, entsprechende Videoüberwachungsanlagen in Niederlassungen oder Produktionsstätten einzubauen, dann mag das lokal zulässig sein. Die Frage ist, wie das bewertet wird, wenn Sie als deutsches Unternehmen in der deutschen Presse dann angegriffen werden, dass entsprechende Videoanlage in einem Werk im Ausland eingesetzt werden. Und damit haben sie eigentlich schon einen reputationsgefährdenden Angriff in der Presse, sodass auch hier aus unserer Sicht es zunächst gar in der Praxis gar keine so große Rolle spielt für die Vermittlung, wie sind die Detailregelungen in den einzelnen Ländern, sondern es geht darum, welchen Compliance-Standard wollen Sie sich in Ihrem Unternehmen denn generell geben, um auch allgemein entsprechend vernünftiges Umgang mit den einzelnen Punkten darstellen zu können. Okay, soweit der Vorrede. Was sind die Anforderungen? Was sollte auf Welche Rahmenbedingungen sollten Trainings denn berücksichtigen? Deshalb und dann die Frage, okay, was heißt denn das jetzt für die Konzeption? Und bevor wir darauf eingehen, kommt die nächste Teilnehmerfrage, damit wir auch Ihre Stimmung nochmal abfragen. Insbesondere, was schwebt Ihnen denn vor? Was wollen Sie in Zukunft denn eigentlich verstärkt einsetzen? Tun Sie sich keinen Zwang an, geben Sie uns ganz kurz Ihre Einstellung. Und man sieht schon, dass das Thema E-Learning eine herausragende Rolle spielt. Wir haben jetzt insgesamt 14 Teilnehmer im Moment und davon mehr als die Hälfte will verstärkt künftig E-Learning einsetzen. Interessant ist auch das Thema, ein Teilnehmer denkt über Spiel nach und Präsenztrainings sind natürlich der Klassiker, was der zur Abwicklung von Trainings natürlich benutzt wird. Okay, dann gehen wir mal konzeptionell weiter. Wenn wir diese Anforderungen, die ich gerade dargestellt habe, wenn wir das also uns vor Augen halten und sagen, gut, wie sollen Trainings gestaltet sein? Ein ganz wesentlicher hier blau unterlegter Punkt. Compliance-Regeln sollen als Lebensregeln vermittelt werden, nicht als Betriebsanweisungen für Fachleute. Es geht nicht darum, eine juristische Abhandlung darzustellen. Wir hatten heute Morgen beispielsweise von einem
Kunden eine Compliance-Präsentation. Das war eine Betriebsanweisung für Fachleute in detaillierter Darstellung des UK-BAL-Projekts und des FCPA der USA. Das ist aber aus der Sicht für den Standardführungskraft und den Standardmitarbeiter aber viel zu juristisch ausgeprägt. Also Umsetzungsregeln, keine Paragraphenshow. Das Zweite, wenn wir uns vor Auge halten, dass, wie gesagt, Trainingskonzepte für Compliance langfristig angelegt sein sollen, auf Wiederholung angelegt sein sollen, dann ist eine mehr oder weniger teure multimediale Einmalshow natürlich durchaus am Anfang zur Erweckung der Bedeutung des Themas überlegenswert, kostet aber nicht wenig Geld und hat aber auf Dauer wenig Wirkung und lässt sich auch in der Regel aus Budgetgründen nicht dauerhaft durchsetzen. Das heißt, weniger aus unserer Sicht ist eher mehr, das allerdings dann auf Langfristigkeit angelegt. Das heißt, also Materialien, Konzepte, um Nachhaltigkeit zu schaffen und mittel- und langfristig eben auch Einstellungen und Verhalten zu beeinflussen. Aber auch Verbindlichkeit zu schaffen. Das Ganze soll ja auch zum Nachweis dienen, dass ein Compliance-Management-System im Unternehmen vorhanden ist. Das heißt, die Trainingsmaterialien sollten auch dann entsprechend die Möglichkeit bieten, Kontrollen und Nachweise vornehmen zu können. Das geht also aus unserer Sicht eigentlich nur durch einen Themenmix. Eine einzelne Methode ist einzeln jeweils nicht in der Lage, alle Anforderungen zu erfüllen. Deshalb ist das die Grundkonzept aus unserer Sicht, einmal die Kommunikation im Unternehmen zu verstärken durch entsprechende Intranet-Seiten für Compliance, in denen auch den Mitarbeitern im Unternehmen dargestellt wird, was macht das Unternehmen im Compliance, welche Anstrengungen sind unternommen, wie sind die Planungen und diese Intranet-Seiten dann auch entsprechend lesenswert darzustellen und interessant zu gestalten und ab und zu mal aktuell zu halten, um dann, es hängt ein bisschen von der Gruppengröße ab, aber einer gewissen Gruppengröße kommen sie gar nicht mehr umhin, bestimmte Themen mit E-Learning-Modulen, bestimmte Trainings abzuwickeln, weil Präsenztrainings einfach viel zu aufwendig und auch dann aus Kostengründen dann aber Gruppengröße entweder gar nicht mehr organisatorisch handelbar sind oder auch vom Budget her dann zu teuer werden. Etwas, was insbesondere bei international bestimmten internationalen Regionen oder aber auch für Zielgruppen, die nicht stetig mit PCs zu tun haben, durchaus überlegenswert ist, auch sind bestimmte Themen, Schulungen mit Comics zu vermitteln. Ich zeige Ihnen am Ende hierzu noch ein Beispiel. Und jeweils für bestimmte Zielgruppen, aus unserer Sicht bestimmte Risikogruppen, beispielsweise eben Vertrieb und Einkauf, die Klassiker der besonderen Zielgruppen, also dort, wo aus der Sicht der Compliance-Gefährdungsanalyse besondere Risiken denkbar sind. In diesem Bereich sollten entsprechende Präsenztrainings dann auch regelmäßig durchgeführt werden, weil machen wir uns nichts vor. Auch wenn die Mitarbeiter vor dem E-Learning-Modul sitzen und irgendwas durchlesen, am Ende sie erreichen den Mensch in seiner Verhaltensweise und in seinen Denkwelten eigentlich nur, wenn sie ihm gegenüber sitzen und ihn mit entsprechenden Fallbeispielen und Trainings dann auch in die Fälle einbeziehen. Soweit das Konzept. Und nun am Ende, wir haben noch 15 Minuten, einige Beispiele, wie das aus unserer Sicht, Schrägstrich Haufe Akademie, entsprechend abgewickelt werden kann. Zunächst zum Thema E-Learning. Die Haufe Akademie und wir als Fachautoren haben verschiedene E-Learning-Programme zum Compliance-Training entwickelt. Das sind momentan neun Themen, die hier aufgezählt sind, unter dem Konzeptnamen Haufe Compliance College.
Sie sehen die Themen hier aufgelistet. Vom Grundprinzip her geht jedes Thema, hat eine Gesamtlernzeit von insgesamt 60 Minuten. Das Minimum, das der Mitarbeiter bearbeiten muss, um am Ende den Abschlusstest zu erreichen, sind 30 Minuten. Die zweite Hälfte besteht aus Fällen und Übungen, komme ich gleich nochmal konkreter drauf. Und es stehen auch eine Vielzahl von Sprachversionen sind lieferbar, oder sind machbar. Wir haben momentan auf jeden Fall Deutsch und Englisch und sind aktuell dabei, weitere Sprachen zu erstellen, um auch gerade den internationalen Anforderungen gerecht zu werden. Vom Aufbau nochmal etwas konkreter: Wie ist ein solches E-Learning aufgebaut? Es besteht im Kern aus dem Lernkapitel, was ich beachten muss. Das sind etwa 30 Minuten, wo die wesentlichen Inhalte, um die es geht, jetzt ich bleibe mal bei dem Beispiel Korruptionsprävention, entsprechend vermittelt werden. Also die wesentlichen Regeln, welche Konsequenzen ergeben sich für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen bei entsprechendem Fehlverhalten. Was sind die Do's und Don'ts, die ein Mitarbeiter beachten muss? Das ist der verpflichtende Teil, der muss bearbeitet werden. Das sind die Minimum 30 Minuten. Und daneben der zweite Teil sind 6 Fälle und Übungen, mit denen lerndidaktisch jetzt nochmal der Transfer dieses Wissens auf konkrete Sachverhalte im Unternehmen geübt wird. Das ist nicht der Abschlusstest, sondern das sind sogenannte Transferaufgaben, um den Mitarbeiter jetzt nochmal dazu zu bewegen, darüber nachzudenken, wie würde er denn ein bestimmtes Problem lösen. Damit das Ganze auch etwas Spaß macht, wird es mit einer 2-minütigen kleinen Smart Show eingeleitet, ein Multimedia-Filmchen, wo auf etwas humorvolle Weise der Mitarbeiter an das Thema herangeholt wird und es schließt ab mit einem Experteninterview, ebenfalls 2 Minuten des jeweiligen Fachautors, der in diesem Live-Interview dann nochmal zusammenfasst, was sind die wesentlichen 4 bis 5 Punkte, die insbesondere zu beachten sind. Also das wäre auch denkbar, hier beispielsweise ein Interview des Geschäftsführers des Unternehmens oder des jeweiligen Compliance Officers einzubinden. Wenn der Lerner also dieses Kapitel, was ich beachten muss, bearbeitet hat, dann wird der Test freigeschaltet und dieser Test aus einem Fragepool wird per Zufallsgenerator jedes Mal beim Start des Testes 8 Fragen ausgewählt. Davon müssen 6 richtig beantwortet werden. Und wenn er das richtig hat, dann erhält der Lerner sein Zertifikat, weil es geht ja um Compliance-Training. Sie wollen aus unternehmerischer Sicht ja einen Nachweis haben, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult wurden. Hier ein Beispiel der Startseite für das E-Learning Korruptionsprävention. Sie sehen hier oben die etwas größeren Buttons zum Start der einzelnen Kapitel. Das ist dazu gemacht, also das E-Learning an sich ist generell HTML5 und kann über mobile Endgeräte wie Tablets beispielsweise entsprechend ohne weiteren technischen Eingriff genutzt werden. Und damit Sie mit dem Finger navigieren können, sind natürlich logischerweise die Navigationspunkte so ausgeprägt, dass Sie eben auch auf dem Tablet bedient werden können. Ja, soweit zum E-Learning. Ich hatte Ihnen auch gesagt, das Thema Comics, das aus unserer Sicht gerade international durchaus ein interessanter Gesichtspunkt hat, weil in bestimmten Kulturkreisen, Asien, Manga, Frankreich, die sogenannte Bande dessinée, Comics in der Literatur als auch in der Gesellschaft einen weitaus höheren Stellenwert haben als beispielsweise in Deutschland. Zum Zweiten gibt es in Comics eine Eigenschaft, die nach meiner Ansicht eigentlich nur in diesem Medium möglich ist. Sie können hier, Sie sehen es hier in diesem einen Herrn, in dieser Denkblase oder auch hier, Sie können hier in Denkblasen natürlich auch Dinge darstellen, dass also beispielsweise sehr kritische Überlegungen gedacht werden, was sie in kaum einem anderen Medium darstellen können, ohne sich irgendwelchen unter Umständen Missverständnissen ausgesetzt zu fühlen.
Also was Sie hier sehen, ist ein Antikorruptions-Comic-Heft in der Ausgestaltung eines Asterix-Heftes, das international bei der Allianz vor einigen Jahren als Anti-Corruption Training eingesetzt wurde. Wenn Sie die Allianz etwas kennen, dann kennen Sie hier, das ist das Gebäude, in dem Allianz-Führungskräfte Präsenzseminare stattfinden. Und hier wurde praktisch ein Korruptionsseminar dargestellt und in den Pausen hier beispielsweise stehen die Teilnehmer dann draußen und diskutieren, inwieweit das jetzt konkrete Auswirkungen für ihre Arbeitsumgebung hat und kommen dann hier in der Diskussion dann auch durchaus auf sehr kritische Punkte zu sprechen. Spielen und Compliance und Präsenztrainings. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, wir spielen Compliance, dann werden Sie sicherlich zuerst mal spontan relativ kritische Reaktionen erläutern. Also wir, COMCOR, haben jetzt vor 3 Jahren ein Compliance-Brettspiel entwickelt, das Brettspiel Integrity Now, das bei über 20 Unternehmen jetzt zwischenzeitlich erfolgreich im Einsatz ist. Und das dient eigentlich dazu, die Mitarbeiter durch eigene Fallbearbeitung in Compliance-Sachverhalte einzubeziehen, ohne dass man ihnen das vorkaut, sondern sie müssen eben die Fälle selber lösen. Weitere Details zu dem Brettspiel würde ich jetzt auch aus Zeitgründen und auch um das generelle Thema jetzt nicht zu sprengen, jetzt etwas zurückstellen, wenn Sie dazu konkretes Interesse haben. Wenden Sie sich einfach an uns, können wir Ihnen auch weitere Details geben. Also im Kern sind hier Fälle enthalten und die Spieler spielen gemeinsam und lösen diese Fälle und diskutieren mit dem Trainer am Ende ihre eigene Lösung und werden dadurch eigentlich motiviert, sich mit diesen Compliance-Sachverhalten selbst auseinanderzusetzen. Ich danke für Ihre Teilnahme, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vielleicht sprechen wir uns in einem weiteren Webinar bald wieder. Wenn Sie konkrete Fragen an uns oder die Haufe Akademie haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen.